Das ist Usus in Deutschland. Trinkwasser zum Händewaschen, zum Duschen und um die Toilette zu spülen. Die Toilette? Pure Verschwendung, fand ein Ingenieur aus Berlin. Trinkwasser ist unser Lebensmittel Nummer eins und Lebensmittel gehören ganz einfach nicht in den Klo. Erwin Nolde will die Wassernutzung in Deutschland optimieren und hat dafür eine Kläranlage für Wohnhäuser entwickelt. Gerade baut er eine in einem Studentenwohnheim. Ja, wir recyceln hier in diesem Fall nur das Grauwasser, also das Duschwasser und das Wasser, was von den Handwaschbecken kommt, Leute. Das in diesem Objekt reicht es völlig aus. Dafür müssen zuerst Dusch- und Waschbeckenwasser gesondert aufgefangen werden. In diesen Tanks wird es dann in mehreren Etappen gereinigt, alles ohne Chemikalien. Stattdessen schwimmen kleine Teile im Wasser, auf denen Mikroorganismen sitzen. Sie fressen Bakterien auf. Am Ende wird das Wasser noch mit UV-Licht bestrahlt, das ebenfalls Bakterien tötet. In diesem Studentenwohnheim im Norden Berlins ist eine Anlage von Nolde schon seit Januar 2023 in Betrieb. Oishik Dasgupta wohnt seitdem in diesem Zwei-Zimmer-Apartment. Er macht seinen Master in International Affairs mit Schwerpunkt Energiepolitik an der Hertie School. Ich verstehe Wasser als essentielle Ressource für unser Leben. In vielen Gegenden der Welt, sogar in Deutschland und auch in Indien, wo ich herkomme, wird sich der Wasserbedarf bis 2030 verdoppeln. Und wir werden nicht genug Wasser haben. Die meisten Studenten hier im Wohnheim wissen gar nichts von der Recyclinganlage im Haus. Maria aus der Ukraine auch nicht. Trotz der neuen Anlage zahlt sie nur 400 Euro Miete im Monat. Sonst sind Studentenzimmer viel teurer in der Hauptstadt. Das Mietpreis ist ziemlich gut, weil in Berlin, also die Preise sind immer hoch, ja. Und das war ein guter Preis für mich. Wasserrecycling, vor allem bei Neubauten, lohnt sich langfristig. Auch weil Erwin Nolde seine Anlagen immer weiter verbessert. Vor mehr als 25 Jahren hat er begonnen, erstmal nur das Wasser zu recyceln. Mittlerweile nutzt er auch Wärmerückkopplung. Das heißt, die Abwärme des warmen Handwasch- und Duschwassers wird genutzt, um damit das frische Wasser in der Leitung zu erwärmen. Mit dieser Recyclinganlage sparen wir 30-60% Trinkwassereinheit. Und nicht nur das Trinkwasser, sondern auch das Abwasser. Also es gibt kein hygienisches Risiko mit diesem System. Es gibt keinen Komfortverlust. Und wir konnten dadurch nachweisen, dass wir ja auch nicht nur Wasser sparen, sondern auch Energie sparen, ne? Dass das Ganze absolut umweltverträglich ist, also umweltfreundlicher ist als das, was sonst üblicherweise gemacht wird. Halt. Gebaut hat die zwei Studentenwohnheime die Städtische Wohnungsbaugesellschaft von Berlin. Sie ist die erste in der Region Berlin-Brandenburg, die Grauwasser recycelt. Die Mehrkosten der Recyclinganlage belaufen sich bei Neubauten auf immerhin 20 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche. Doch sie scheinen sich zu lohnen, denn die Gesellschaft plant weitere Projekte dieser Art. Die Anlage liefert genau das, was sie machen sollte. Hat eine Amortisierung, eine wirtschaftliche Amortisierung von 12 Jahren, spart entsprechend Trinkwasser, CO2 und Energie ein, führt die Energiemenge wieder zurück. Ist eigentlich damit ein wirklich rundum sehr gutes Paket, was gerade jetzt für Wohnungsbauten sich hervorragend macht. Auch in Ländern mit Wasserknappheit und schlechter Stromversorgung funktioniert die sparsame Anlage. Um täglich 35 Liter Wasser für die WC-Spülung zu erzeugen, braucht sie so viel Energie wie eine Fahrradleuchte in 24 Stunden. Da, wo es noch keine vernünftige Kanalisation gibt, sollte man das auf jeden Fall machen, das dezentrale Wasserrecycling. Wenn die Stromversorgung schwierig ist, na, dann brauchen wir irgendwie so ein bisschen PV oben auf dem Dach. Und nachts soll die Anlage ja auch laufen, noch ein kleiner Akku dazu. Also mit diesen 1,5 Kilowattstunden pro Kubikmeter ist das nicht viel. Es ist relativ einfach zu handhaben. Stolz ist der Ingenieur auch auf die bisher erreichte Qualität des recycelten Wassers. Mikrobiologische Tests haben ergeben, dass es fast Trinkwasserqualität hat. Man könnte damit also auch Grünanlagen bewässern. Eigentlich auch viel zu schade fürs Klo. Gut.